Tagescamp der zukünftigen Naturdokumentarfilmer. Ich wusste zwei Dinge, als ich dorthin ging. Ich würde eine dreiminütige Doku drehen und wir würden kein Mittagessen bekommen. Was ich nicht wusste, war, dass ich mich mit einem achtarmigen Wunder anfreunden würde. Zunächst war sie schüchtern. Wie ich nannte sie Molly. Sie war eine höchst faszinierende Kreatur. Eine Meisterin der Tarnung. Ihr flexibler Körper konnte sich in den kleinsten Löchern verbergen. Ein Hai! Mom, ich nehme meinen Audiokommentar auf! Ich habe nicht damit gerechnet, ein Hai zu sehen. Was, wenn er dich gebissen hätte? Lass mich deine Finger zählen. Es ist ein kleiner Hai. Der ist nicht gefährlich für Menschen. Ich schätze es nicht, wenn du mit Haien rumhängst. Freunde an Land wären besser für dich. Ist notiert. Hier steht lauter Laborkram. Bauen Sie einen Frankenstein? Falls ja, müssen Sie es mir sagen. Ich habe eine Frage, Simpson. Mögen Sie Bier? Darüber habe ich nie nachgedacht. Nun, ich braue mein eigenes belgisches Ale im Stil der Trappistenmönche. Es ist ein dämliches Hobby. Total dämlich. Ich kaufe mein Bier in der Bar. Ja, das kann ich bedenken. Aber nehmen Sie doch mal einen Schluck. Es ist das köstlichste Getränk, das ich jemals getrunken habe, das mich betrunken machen kann. Das ist von Ihnen? Ja, allerdings. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen zeigen, wie man es braut. Man braucht nur einfache Zutaten. Bier hat Zutaten? Was zur Hölle? Sie müssen mir so vieles beibringen. Liebling, was ist los? Du siehst aus wie das, was ich jeden Morgen im Spiegel sehe. Außerdem liegt ein fremder Mixer auf deinem Nachttisch. Ich fürchte, ich habe gestern Abend ein klitzekleines bisschen zu viel mit den Mädels getrunken. Marge, guck dir bitte sorgfältig an, was du tust. Wir können kein doppelt verkaterter Haushalt werden, das geht nicht. Tut mir leid, Liebling, aber ich glaube, ein Kirchenbesuch ist für mich heute nicht möglich. Oh, Marge! Keine Kirche? Oh nein! Da muss ich mir dann wohl was anderes für meinen Sonntag einfallen lassen. Du liest Bücher. Bücher mit Worten? Was ist denn plötzlich los? Marge, die Entrückung ist nahe. Diese Bücher helfen mir herauszufinden, wie nahe. Die ganze Geschichte ist wissenschaftlich bewiesen. Das Buch der Offenbarung hat 404 Verse. Und heraus kommt? 3.100.000... Papa, 3.15 Uhr nachmittags am 18. Mai. Der 18. Mai? Das ist heute in einer Woche. Eine Woche? Das sind 7 Tage ab jetzt. Die Welt geht nächste Woche unter. Verprasst das College-Geld für eure Kinder. Taucht den Truthahn jetzt auf. Lasst doch gerne ein Abo da. Di-d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 i. Dann kommen noch mehr Folgen. Du-d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 u-